bin noch in der Schule, ich darf heute eigentlich gar nicht hier sein. Ich war ein bisschen perplex, irgendwie so eine Mischung aus verwirrt, enttäuscht aber auch, weil ich dachte, englischer Fußball. Diese Klatschpappe-Fans. Wenn es gerade läuft, dann klatsche ich, schwinge zweimal den Schal. Und dann muss ich aber zügig wieder hinsitzen. Wenn man ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel umgestaltet, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Fantastisch, immer mal wieder schön anzusehen. Herzlich willkommen aus London. Hinter mir das Stadion von West Ham United. Hier wird der SC Freiburg sein allererstes Spiel in der Europa League in England bestreiten. Und Fun Fact, natürlich hat es geregnet. Wer hat keinen Regenschirm mitgenommen? Wer ist der größte Trottel? Wer ist Max Wöhr? Sully aus London. Es ist nicht wärmer geworden. Wir haben 16 Uhr. Es ist jetzt schon stockdunkel. Bisschen anders als in Deutschland. Wir werden jetzt das erste Mal mit dem roten Doppeldeckerbus fahren. Und zwar meine ich mit wir Kevin, der das Ganze hier auch filmt. Hallo an Kevin. Ich bin noch nie mit so einem roten Doppeldeckerbus gefahren und deswegen freue ich mich extrem. Es ist so kalt hier drin. Die haben einfach keine Heizung in den Bussen. Hier drin ist einfach kälter als draußen. Haben wir ein bisschen besser vorgestellt. Gut, wir sind Doppeldeckerbus gefahren. War überhaupt gar nicht mal so spektakulär, wie ich dachte. Jetzt gehen wir in Richtung da, wo mal die Magie herrschte. Wir gehen jetzt dahin, wo West Ham United seine Anfänge hatte. Zum alten Upton Park. Genau hier würden wir bis vor 7 Jahren mitten im Stadion des Upton Parks stehen. 2016 ist der Abriss begonnen, 2017 ist das Stadion dann komplett weg gewesen. Hier begann die ganze Erfolgsgeschichte dieses Traditionsclubs hier aus der Premier League. Hier wurden die ganz großen Erfolge gefeiert. Hinter mir seht ihr zwei absolute Legenden von West Ham United. Zu meiner Linken Billy Bonds. Auf meiner rechten Seite seht ihr Trevor Brooking. Ich danke dir, mein Freund, fürs durchs Bild durchlaufen. Jawohl! Sohn, hat er, glaube ich, gesagt. Auf jeden Fall Trevor Brooking, auch eine absolute Legende. Jetzt haben wir auch Hunger. Ich habe arschkalte Finger. Kevin, du auch. Dir fällt gleich die Kamera aus der Hand. Zufällig gibt es da gleich was. Let's go. Wir haben uns reinbegeben und zwar werden wir jetzt britisches Essen essen. Hier drin hat es ungefähr Luftfeuchtigkeit 80%, aber nicht wegen Wasser in der Luft, sondern wegen Fett. Wir riechen nachher wie eine Friteuse. Ist hier nichts ahnt, hier nach links. Und dann sind sie da wieder, die ganzen West Ham-Nasen. Übrigens da auch Uli Hoeneß als West Ham-Spieler. Finde ich, sieht ein bisschen aus wie der. So, jetzt essen. Morgen Big Day. Wir sind jetzt im Victoria Park. Hier ist auch gleich der Fantreff nahe des Stadions. Danach Big Match, aber davor gibt es noch mal ein paar Infos zu West Ham. West Ham United, 1895 gegründet als Betriebssportmannschaft. Heute ist West Ham ein absoluter Traditionsverein. Beim Hinspiel Anfang Oktober, 1:2 hat der SC ja dort verloren, waren keine Auswärtsfans, also keine Fans von West Ham in Freiburg erlaubt. Der Grund ist eine Strafe der UEFA aus der vorigen Saison beim Conference League Finale zwischen der AC Florenz und West Ham. Dass West Ham auch gewann, gab es Tumulte in der Stadt und im Stadion. Das Endergebnis, West Ham durfte für 2 Spiele zum Europapokal keine Fans mehr mitnehmen. Die einen sagen, gut so, die anderen, naja, dass jeder und jede andere Meinung sein darf. Das ist natürlich klar. Aber wir wissen auch, dass die Dullis, die für solche Aktionen verantwortlich sind, überhaupt nicht die Mehrheit sind. Braun? Die Hose jetzt. Sie ist braun? Nee, okay, gut. Jetzt aber erstmal genug West Ham Content, wir gehen jetzt zum Fantreff. Auf geht's! Hi, Max, wie geht's dir? Hast du Döner gegessen? Nee, ich hab Bier getrunken. Ich freue mich auf das Spiel. Ja, wie geht's dir? Wie war die Anreise? Erzähl. Sehr gut, Anreise war entspannt. Wir sind schon seit ein paar Tagen hier in der Stadt. Wir sind von Zürich geflogen. Langer Trip, ich glaube fast 10 Stunden unterwegs gewesen. Ich bin noch in der Schule, ich darf heute eigentlich gar nicht hier sein. Mutig von dir, dass du trotzdem dich hier mal ablichten lässt. Mein Maserlehrer weiß eh, dass ich hier bin. Also. Wir sind froh, hier zu sein. Immer schön dabei zu sein. Wir hoffen natürlich auf den Sieg. Ja. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Also ich werde sicher auch, wenn ich kein Ticket gehabt hätte, eh hier gefahren. Und dann wäre ich einfach in irgendeinen Pub gegangen. Wieso bist du so braun? Weil ich in Spanien studiert habe. Erzähl mir mal bitte auf Spanisch, wie der SC Freiburg heute spielen wird. Un buen partido por este Freiburg. Y vamos a ganar. Y seguro. Y después vamos por el final. Der Europapokal. Ja. Hey Max, liebe Grüße gehen raus an die Person. Gestern Abend angekommen. Leider hatten die Pubs schon zu, aber unser Hostel hat eine eigene Bar. Da konnte man es sich gut gehen lassen bis morgens um 3, halb 4. Und dann halt morgen um 8 wieder los. Wie es halt so ist bei Auswärtsfahrten.
Fantreff und Fanmarsch, alle Bonheur gewesen. Jetzt geht's rein ins Spiel, rein ins Stadion. Ihr wisst, wir haben keine Bewegtbildrechte. Das ist aber nicht schlimm, weil wir erklären euch jetzt trotzdem nur mal ganz kurz, wie das Spiel war. Mit Betonung auf kurz. Freiburg hatte wenig bis keine Chancen gegen West Ham, die individuell einfach zu stark waren. Worin die Freiburger aber überragend waren, war der Fansupport. Und das war der Standard im Olympic Stadium. Die Heimfans dagegen waren erschreckend still, über 90 Minuten. 3.500 SC-Fans waren offiziell mit dabei. Seid ihr im Auswärtsblock oder seid ihr links oder rechts daneben? Ich bin im Auswärtsblock. Ihr zwei seid nicht im Auswärtsblock. Ein Block daneben. Direkt nebendran. Ja. Wir müssen uns unauffällig ins Stadion begeben. Wir haben ja schon den Verbindungsschal. Den Verbindungsschal, genau. Und den stecken wir uns in die Unterhose. Auswärtsblock. Kein Kommentar. Am Ende ist der SC Freiburg auf dem zweiten Platz in der Gruppe und jetzt geht es im nächsten Frühjahr in die Playoffs fürs Achtelfinale. Wer heißt du denn? Daniel Minkenhagen. Auch mit Nachnamen sogar. Ja. Sehr förmlich. Das ist wirklich wichtig. Es ging nicht wirklich viel nach vorne, hinten hat nicht alles gestimmt, aber ansonsten. Ich bin trotzdem happy, weil wir weiter sind, es geht weiter. Eben, wenn du im Stadion bist, verlieren wir. Richtig schlecht. Daniel, genau die. Die Pappnasen. Daniel. Genau so. Jetzt verstehe ich das mit dem Nachnamen. Fantastisch. Immer mal wieder schön anzusehen, was die Freiburger Fans hier abreißen. Du hast deine Stimme im Stadion gelassen, oder? Ein bisschen. Ja, die hat schon ein bisschen gelitten, ja. Wie ging es euch so von der Stimmung her? Ein bisschen schockiert, ja. Wenn man so die englische Fußballkultur kennt, dann ist man natürlich schockiert, wenn man so Liverpool, Anfield Road, alles Mögliche sieht. Für mich kam so ein bisschen englischer Humor raus. Stimmung konnte sie nicht machen, uns nachgemacht. Also ein bisschen. Englischer Fußball mit Eintrittspreise, wo Mondpreise sind. Und hier hat man so irgendwo das Gefühl gehabt, diese Klatsch-Pappe-Fans. Wenn es gerade läuft, dann klatsche ich, schwinge zweimal den Schal und dann muss ich aber zügig wieder hinsitzen, weil ansonsten könnte es sein, dass es sitzkalt ist. Wir saßen 10 Minuten, bevor das Spiel losging, dann oben mal auf unserem Platz. Also wir waren echt ewig am Eingang, es ging nichts mehr. Ich glaube, es haben auch einige den Anpfiff verpasst. Wir freuen uns auf die nächste Reise mit Torpedo International, weil wir sind aus dem Kinzigtal. Habt ihr euch den gerade einfallen lassen oder den gibt's schon länger? Okay, cool. Wie groß bist du eigentlich? Können wir eigentlich überhaupt auf einem Bild zusammen kommen? Der ist einfach 3 Meter. Und heute ist nur das Kind. Wie gehst du heim? Am Sonntag und dann direkt zum SC ins Stadion. Hervorragend. Ein Fan, wie er im Buche steht. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Danke gleichfalls. Was hast du dir gewünscht? Eigentlich ein Sieg heute, aber da war er leider nicht drin. Tja, dann gibt's wohl nichts mehr. Ich danke euch vielmals. Gerne. Du hast eine richtig geile Brille, möchte ich noch dazu sagen. Daniel.